Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, das WIFO freut sich, dass wir jetzt zum zweiten Mal unter meiner Amtsführung diese Studie für den Gemeindebund machen dürfen. Solide Gemeindefinanzen sind sehr wichtig, damit das Gemeinwesen funktioniert. Die Gemeinden sind ja die Basis, auf der dann alles steht und wo die großen Projekte, die die Republik und den ganzen Kontinent bewegen, am Ende auch bei den Menschen ankommen. Ob das das Thema Energiewende ist, wo der Herr Präsident und Bürgermeister einiges zu erzählen hat, wie ich gerade gesehen habe oder gehört habe, oder ob das die Frage ist, wie wir das Bildungssystem zukunftsfit machen. Es läuft bei den Gemeinden zusammen und die zentrale Voraussetzung, dass die Gemeinden das Gemeinwesen gut gestalten können, ist, dass sie über solide Finanzausstattung verfügen. Und wenn das nicht der Fall ist, das kann man in manchen europäischen Mitgliedstaaten außerhalb Europas beobachten, dann scheitert die Umsetzung dieser Großprojekte in der Fläche. Deswegen ist das WIFO froh und sagt Danke, dass wir diese Studie mit Ihnen machen dürfen, weil sie sehr wichtig ist für das Funktionieren dieses Landes. Drei Punkte, die ich kurz anreißen möchte. Wir betrachten in dieser Studie ja das vergangene Jahr 2021, das gerade vorübergegangene Jahr 2022 und dann in Prognoseform 2023 und 2024. Und für das Jahr 2021 kann man sagen, im Vergleich zu dem Annus Horribilis 2020 hat sich 2021 die kommunale Finanzlage schon deutlich entspannt. Das war kein schlechtes Jahr, in Summe ein anstrengendes, sicher und herausforderndes, aber kein schlechtes für die Gemeindefinanzen. Im Jahr 2022 ist natürlich das große Thema die hohe Inflation, die die Gemeinden betrifft, wie uns alle, die Gemeinden betrifft, weil einerseits natürlich der Preisniveauanstieg bei den Steuern für Mehreinnahmen sorgt und andererseits, und das aber ist eher perspektivisch, die Inflation auch die Kosten nach oben treiben wird. Manches kommt sehr schnell, auch die Gemeinden haben hohe Energiekosten, manches braucht ein bisschen länger, weil die hohe Teuerung erst mit einer gewissen Verzögerung zum Beispiel auf die Lohnkosten durchschlägt. Aber die konjunkturelle Erholung in diesem Jahr 2022, die wird jetzt 2023 zu Ende gehen. Wir rechnen nicht mehr mit diesem fast schon stürmischen Wachstum, das wir 2021 und 2022 gesehen haben. Wie Sie wissen, 2023 wird eher das Jahr mit der schwarzen Null, aber trotzdem, weil die Inflation relativ hoch bleibt, steigen die Steuerbemessungsgrundlagen und die Einnahmensituation der Gemeinden wird weiterhin sich dynamisch positiv darstellen. Allerdings mit einer Bremse, mit einer politisch gewollten Bremse, nämlich die der ökosozialen Steuerreform und auch die Abschaffung der kalten Progression wird eine Wirkung entfalten. 23 und 24 gibt es wieder das kommunale Investitionsprogramm, das schon im vergangenen Jahr ein Erfolg war mit insgesamt 1 Milliarde Euro. Und neben den Preissteigerungen im Bereich Energie tauchen natürlich auch andere Herausforderungen am Horizont für die Gemeinden deutlich auf. Das ist zum Beispiel das Thema Personalaufwand, aber auch der Zinsaufwand. Die Zinsen steigen und zwar durchaus deutlich und spürbar. Der kurze Blick in das Jahr 2021 bestätigt eben auch in den Zahlen, was ich schon angedeutet habe, dass dieser Einbruch beim Saldo der operativen Gebarung im Jahr 2020 dann im Folgejahr 2021 deutlich ausgeglichen werden konnte. Da liegt der Saldo bei 2,26 Milliarden Euro über die 2100 circa Gemeinden hinweg. Und was man sieht, ist, dass das Jahr 2020 sozusagen ein Ausreißer war, eine Delle. Und der positive Trend, den man schon seit 2015 sieht, also in dieser Tabelle gut erkennbar, im Jahr 2021 seine Fortsetzung geführt hat. Und auch die freie Finanzspitze, also das, was aus dem operativen Saldo nach Tilgungen übrig bleibt und also für Investitionen zur Verfügung steht, ist wieder deutlich angewachsen von 226 Millionen auf knapp 1 Milliarde, fast eine Vervierfachung. Das bedeutet eben, dass die Gemeinden im Jahr 2021 in der Lage waren, kommunale Investitionen
umzusetzen. Und wie wichtig das ist, das habe ich ja im Vorfeld schon kurz versucht zu sagen. 3,07 Milliarden Euro an Investitionsausgaben im Jahr 2021, ein Anstieg um mehr als 10% aus den Gemeinden heraus gestemmt. Die müssen das umsetzen, mit Hilfe des Bundes finanziert. Das Investitionsprogramm 2020 ist gut abgerufen worden. Die Gemeinden, diese 2100, haben den Löwenteil davon erhalten. Etwa 270 Millionen davon gingen nach Wien. Und jetzt im laufenden Jahr und im Jahr danach wird wieder eine Milliarde zur Verfügung gestellt, diesmal mit einem ökologischen Fokus. Das finde ich wichtig und gut, dass eben auch das große Thema Energiewende in den Gemeinden Akzeptanz erfährt, dort ankommt, umgesetzt werden kann mit lokaler Beteiligung. Die Finanzschulden der Gemeinden in Summe, immer ohne Wien, sind 2021 leicht angestiegen, von etwa 12,9 Milliarden in Summe auf 13,1. Das ist ein leichter Anstieg, wenn man das mit den Anstiegen der Finanzschulden von den Ländern oder vom Bund vergleicht. Da sieht man, das ist eigentlich eine ganz kleine Dynamik nur war. Auch die Pro-Kopf-Schulden 2021 liegen gerade bei 1.868 Euro. Im Vorjahr 2020 waren es 1.850. Das ist eine Steigerung im Rahmen der Inflationsrate. Also real hat sich die Verschuldung eigentlich nicht vergrößert. Der Maastricht-Schuldenstand, das ist nochmal was anderes als die Finanzschulden, der ist etwas kleiner, weil die Schulden der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit herausgerechnet werden können. In den Gemeinden gibt es viele solcher Betriebe und Unternehmen und dieser Schuldenstand liegt bei etwas unter 10 Milliarden Euro. Das heißt, auch pro Kopf wäre das nochmal um ein Viertel kleiner als das, was ich gerade gezeigt habe. Der Maastricht-Saldo hat sich leicht verbessert, das ist also das Defizit. Es gibt einen positiven Finanzierungssaldo im Jahr 2021 von 0,6 Milliarden Euro, 600 Millionen Euro, das ist fast eine Milliarde mehr als das Jahr 2020. Jetzt der Ausblick in das laufende Jahr und in die beiden Jahre danach. Die Basis dafür natürlich ist die Konjunkturprognose. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass die mit hoher Unsicherheit belastet ist. Damit müssen wir alle umgehen, auch die Gemeinden. Wie hoch die Einnahmen für die Gemeinden sind, hängt sehr stark davon ab, wie sich die Steuerbasis entwickelt. Das wiederum hängt stark davon ab, wie das sogenannte nominelle BIP wächst. Obwohl wir 23 schwaches reales Wachstum haben werden, sollte das nominelle BIP um 5,5% steigen. Warum ist das so? Das ist eine direkte Konsequenz der Inflation. Alle Umsatzsteuererträge steigen, Lohneinkommensteuererträge steigen, auch die Kommunalsteuer nimmt zu, wenn es Preisauftrieb gibt. Und auch im Jahr 2024 wird das noch so bleiben. Das Wachstum verbessert sich real etwas von 0,3 auf 1,8%, aber die Inflation bleibt noch hoch und spült auf dieser Seite Geld in die Kassen. Auch die Lohn- und Gehaltssumme, auch eine wichtige Steuerbemessungsgrundlage, wächst ähnlich, sogar noch ein Ticken stärker. Das heißt, auf der Einnahmeseite sieht die Perspektive nicht so schlecht aus. Aber die Ausgabendynamik folgt und es wird jetzt sozusagen bei den Gemeinden liegen, mit der Herausforderung umzugehen, dass die hohe Dynamik auf der Einnahmeseite und die gleichzeitig hohe Dynamik bei der Ausgabenseite zusammenpassen. Eine vorsichtig gute Nachricht ist, dass die Gemeinden natürlich direkte Steigerungen bei den Energiekosten haben und mit denen umgehen müssen, aber die Energiekosten sind 1,5% der operativen Ausgaben mit einer enormen Heterogenität über die Gemeinden. Das kann von 5% auf 1 oder weniger 1% gehen. Damit muss umgegangen werden. Der Personalaufwand wächst stark. Die Beamtenlöhne sind um 7,3% im Jahr 2023 im Steigen. Im Jahr 2024 noch mehr, weil die Durchrechnungszeit, die für die Kollektivvertragsverhandlungen herangezogen wird, eine noch höhere Inflation zu erwarten lässt und damit noch höhere Steigerungen. Damit müssen die Kommunen umgehen, das wird nicht ganz leicht sein. Dann gibt es natürlich Forderungen von allen Seiten, die kommunale
Daseinsvorsorge weiter auszubauen, in der frühkindlichen Bildung zum Beispiel. Da wird mehr Geld ausgegeben werden müssen, auch eine höhere Inanspruchnahme der kommunalen Vorsorge, zum Beispiel durch mehr Nachfrage in den Kindergärten oder bei der frühkindlichen Bildung würde die Kosten nach oben treiben. Und schließlich haben wir auch das Thema Zinsausgaben. Da ist es so, dass im Unterschied zu anderen Gebietskörperschaften die Gemeinden im Durchschnitt relativ kurzfristig verzinst sind. Das heißt, höhere Zinsen schlagen sehr schnell durch auf die Gemeindefinanzen. Wie schon gesagt, die Inflation treibt die operativen Gemeindeeinnahmen nach oben. Es gibt aber Verzögerungsthematiken. Die Löhne steigen ja oft erst ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, nachdem der Inflationsschub da war. Das heißt, die Einnahmen steigen erst später, aber die hohen Kosten sind sofort da. Das ist nicht nur ein Liquiditätsthema, aber auch für die Gemeinden. Dann haben wir die Abschaffung der kalten Progression. Die führt dazu, dass die Inflation die Lohn- und Einkommensteuer nicht mehr überproportional steigen lässt. Also wir haben hier eine Verstetigung der Einnahmen. Die kalte Progression wird nicht mehr in großen Stücken, in großen Steuerreformen zurückgegeben, sondern jedes Jahr. Auch da müssen sich die Gemeinden darauf einstellen. Ich halte das für eine gute Sache, weil eine Verstetigung immer bedeutet mehr Planungssicherheit, eine Loslösung sozusagen der Dynamik der Gemeindefinanzen vom Wahlkalender. Das ist eigentlich in Summe positiv. Die Gemeinden müssen Leistungen und Gebühren an die Inflation anpassen. Auch das ist sicherlich für den jeweiligen Bürgermeister keine ganz leichte Aufgabe, aber das steht sicherlich an und ist vermutlich in vielen Gemeinden bereits in der Umsetzung. Hier sieht man, wie die lohnbezogenen Steuern, auch die Kommunalsteuer bezieht sich ja auf die Lohnsumme, wie die in den nächsten Jahren wachsen werden. Dunkelblau sind die Einnahmen aus der Kommunalsteuer. Sie sehen, die wachsen relativ dynamisch. Die Beschäftigung ist gut in den allermeisten Gemeinden und auch das Wachstum der Löhne treibt hier. Und auch aus der Einkommens- und Lohnsteuer sind gute Entwicklungen vorherzusehen. Was man hier aber auch erkennen kann, ist, dass die fetten Jahre, die wir 2021 und 2022 erlebt haben, dass die zu Ende gehen. Wegen der Steuerreform und der Abschaffung der kalten Progression sind dann die Einnahmensteigerungsraten nicht mehr so groß. Bei den Ertragsanteilen, die den Gemeinden zufließen, das ist hier die grüne Linie, sehen wir, dass die sich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt haben. Der Gemeindebund hat gut verhandelt, sieht man hier, ja, wird wieder über den Finanzausgleich gesprochen, da wird man diese Erfolgsgeschichte sicherlich fortschreiben wollen. Die grüne Linie ist steiler als die blaue, das heißt, die Ertragsanteile immer ohne Wien sind stärker gewachsen als das nominale BIP. Aber wie schon gesagt, das aufgrund der Steuerreform nimmt das im Jahr 23 und 24 ab. Hier noch ein Blick darauf, wie groß die Ertragsanteile sind, pro Kopf und nach Einwohnergrößen. Ja, da haben wir dieses schon immer wieder diskutierte U-förmige Ertragsanteile, die bei den großen Gemeinden stärker ankommen und bei den ganz kleinen. Und in der Mitte gibt es diese Delle. Pro Kopf reden wir mittlerweile dann bis im Jahr 2022 von 1.189 Euro pro Einwohner, die an Ertragsanteilen in die Gemeinde kommt. Und das soll um ungefähr 100 Euro bis ins Jahr 2024 steigen. Der Finanzausgleich wurde schon angesprochen. Das ist sicherlich für den Herrn Präsidenten ein Riesenthema im kommenden Jahr, nicht nur für ihn. Es ist sicherlich eine Herausforderung, aber auch eine große Chance, die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden neu zu sortieren. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die diskutiert werden müssen. Zum Beispiel die Zusammenführung von Aufgaben, Ausgaben und Einnahmenkompetenzen im Sinne einer gut gelebten Subsidiarität. Darunter gehört auch, dass man Aufgaben und Transfers entflechtet und ganz wichtig aus unserer Sicht des WIFO ist, dass man Bürokratie abbaut, vereinfacht, dass die Kriterien für Finanzzuweisungen transparent sind und die Gemeinden nicht mit großen Bürokratie überlastet werden. Die Verstetigung der subnationalen Einnahmen, also auf Gemeindeebene, ist wichtig und die Abschaffung der kalten Progression leistet da, glaube ich, einen ersten Schritt. Wir würden auch gerne sehen, dass man die
Abgabenautonomie auf Gemeindeebene stärkt. Wenn wir jetzt über Grundsteuer oder Grunderwerbsteuer reden, dann ist es auch ganz wichtig, dass diese Modelle flexibilisiert werden, dass auf Gemeindeebene mehr Wettbewerb zugelassen wird, dass die Bürgermeister und Gemeinderäte mehr Autonomie und Flexibilität haben, weil die Gemeinden eben unterschiedlich aufgestellt sind und unterschiedliche Herausforderungen zu bewältigen haben. Insgesamt eine verstärkte Aufgabenorientierung im Finanzausgleich wäre uns wichtig und letzter Punkt im Regierungsprogramm ja vereinbart, die Berücksichtigung ökologischer Ziele im Finanzausgleich. Was genau das ist, ist noch sehr unklar, aber in der aktuellen Diskussion wird das adressiert werden müssen. Das WIFO ist da immer gern bereit, auch Ideen zu liefern. Damit bedanke ich mich nochmal sehr herzlich, Herr Präsident, für das Vertrauen und auch bei Ihnen fürs Zuhören. Dankeschön.